April 2022 besuchten wir für 3 Tage die Mecklenburger Seenplatte. Geplant war eigentlich ein schöner Ausflug in den Frühling. Leider war es recht kalt und windig und auch von kräftigen Regenschauern wurden wir nicht verschont. Frühling 2022. Ein Frühling, der sich eben nicht traut. Wir hatten Quartier im TUI Blue Hotel Flesensee bezogen und unternahmen in den Stunden, wo das Wetter es zuließ, von dort einige Ausflüge. In der übrigen Zeit nutzen wir dort das Schwimmbad des Hotels und den ausgezeichneten Hotelservice. Ganz in der Nähe des Hotels befindet sich ein kleiner Yachthafen, den wir uns angeschaut haben. Wir denken, dass das TUI Blue vor allen Dingen im Sommer gern von Urlaubern genutzt wird, die mit ihren Booten und Yachten auf der Müritz und anderen Seen unterwegs sind. Unsere ersten Ziele war natürlich die Stadt Waren-Müritz mit ihrem Hafen, der Promenade und dem Müritzeum. Ich habe mal nachgerechnet, obwohl es nur 2,5 Stunden Autofahrt sind, war ich das letzte Mal vor 54 Jahren in Waren-Müritz. Als Jugendlicher hatte ich oft auf dem Zeltplatz Ecktannen gezeltet. Das Müritzeum in Waren ist Museum und zugleich ein großes Naturerlebniszentrum im Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte. Auf mehr als 2000 Quadratmetern werden Ausstellungen zu Natur und Umwelt, zu Landes- und Sammlungsgeschichte gezeigt. Das Museum besteht aus den Bereichen Vogelwelt, Wald und Natur, Aquarienlandschaft und einem Museumsgarten. Der Bärenwald Müritz ist ein Bärenschutzzentrum an der Südspitze des Plauer Sees. Er wurde im Oktober 2006 eröffnet und ist ein Projekt der Tierschutzorganisation 4 Pfoten. Hier wird Bären, die aus ihrer früheren Haltung körperliche und psychische Schäden erlitten haben, ein neues und artgerechtes Leben ermöglicht. Beim Bärenmemory gedenkt man den hier verstorbenen Tieren.
Nein. An unserem letzten Tag besuchen wir das Wiesentreservat in Stür. Seit 1957 werden auf dem Werder Wiesente gezüchtet. Bislang sind mehr als 320 Kälber aufgezogen worden. Des Waldes und ihre Nachbieter. Schwarzspecht, Grünspecht, Weidkauz, Buntspecht, Mittelspecht, Star und dann alle hier. Auf der Halbinsel werden in zwei getrennten Anlagen, einem Freibereich mit 320 Hektar Wald und einer Schauanlage zwischen 20 und 34 Wiesente gehalten. Die Tiere werden täglich zweimal gefüttert und können so aus der Nähe betrachtet werden.